Guck mal hier, das ist ein brandneues Windows Copilot Plus Notebook, dessen Akku 26 Stunden durchhält. Also bei eingeschaltetem Display, und das ist auch von uns selbst gemessen, das ist keine Herstellerangabe. Ja, und dann ist das Teil auch nicht nur sparsam, sondern auch noch wirklich schnell. Also zumindest in Sachen CPU-Performance sogar vergleichbar mit dicken Desktop-Prozessoren, die mehrere hundert Watt verbraten. Und ja, das habt ihr wahrscheinlich schon im Hinterkopf, das sind die Geräte, die mit der gleichen Prozessorarchitektur laufen wie seit 3,5 Jahren die Apple-Rechner, also ARM statt x86. Ja, also das ist die Hardware-Seite und die ist echt ziemlich beeindruckend. Aber ich habe ja schon gesagt, dass die Teile als Copilot Plus PCs vermarktet werden. Das ist die Marketingbezeichnung von Microsoft KI-Funktion. Ja, und hier fangen dann leider die Probleme an. Denn die KI-Funktionen, die man da bekommt, wenn man so ein Gerät kauft, das kann ich nicht anders sagen, die sind einfach im Moment noch eine richtige Katastrophe. Bleibt dran. Liebe Herren, herzlich willkommen hier bei... Heutzutage benutzen Unternehmen etliche unterschiedliche Tools, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Ja, das ist ziemlich kompliziert und das will Acronis mit Cyber Protect jetzt vereinfachen. Und zwar mit nahtlos integrierter Cyber Security, Data Protection, Backup und Recovery und Management. Kein Silo-Denken mehr, sondern alles ist nativ integriert. Endpoint, Security, Backup, Disaster Recovery, Patch Management, URL-Filterung bis hin zu EDR und MDR. Die Cloud-Backups können an einem Serverstandort nach Wahl gespeichert werden, sodass Unternehmen gesetzliche Compliance- und Konnektivitätsanforderungen erfüllen. Ja, und Acronis ist dann im Februar sogar von AV-Tests ausgezeichnet worden, und zwar mit dem Top Product Award Corporate Endpoint Protection. Werbung Ende. Also wir haben jetzt seit ungefähr einer Woche schon etliche unterschiedlicher dieser Copilot Plus Rechner im CT-Testlabor. Einige sind wohlbehalten angekommen, einige leider nicht so. Naja, auf jeden Fall laufen gerade auf Hochtouren alle möglichen Tests, und weil die Tests für alle Geräte noch nicht durch sind, habe ich mich für dieses Video auf ein einzelnes Gerät beschränkt, nämlich auf das Microsoft Surface Laptop 7 15 Zoll mit Snapdragon X Elite System on a Chip und 16 GB RAM. Ganz wichtig, das ist hier kein Vormodell mit Vorab-Software, sondern das haben wir ganz normal selbst im Handel gekauft für 1549 Euro. Und was ich auch gerne vorab einmal klarstellen würde, bevor ich gleich ungebremst auf die Software einschlage: Ich bin absolut kein Microsoft- oder Windows-Hasser. Windows ist immer noch das Betriebssystem, das ich am häufigsten verwende, und das auch wirklich schon seit Jahrzehnten. Ich war sogar schon mal auf eigene Faust im Firmenhauptquartier in Redmond. Okay, ich war da zufällig in der Gegend, aber ich bin da einfach hingefahren, bin ich gerade auch deshalb so enttäuscht davon, dass Microsoft mich als Kunden hier irgendwie nicht richtig ernst nimmt. Aber lass uns erstmal mit der Hardware anfangen, weil die ist wirklich beeindruckend. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, jemals an einem Windows-Notebook gearbeitet zu haben, das sich so flüssig angefühlt hat. Das wird sicherlich auch an dem 120-Hertz-Display liegen. Die meisten Geräte haben ja noch 60-Hertz-Displays. Also klar, dadurch sieht die Mausbewegung natürlich geschmeidiger aus, aber die Schwupptizität lässt sich nicht nur fühlen, sondern auch messen. Zum Beispiel mit dem Benchmark Geekbench 6, da haben wir im Energieprofil empfohlen 2377 Single-Core-Punkte gemessen und 13.166 Punkte im Multicore. Ja, und wenn man den Energiemodus auf beste Leistung setzt und dadurch in Kauf nimmt, dass das Ding etwas lauter wird und weniger Akkulaufzeit hat, dann geht das sogar hoch auf 2757 und 14.493. Und da sind wir wirklich in, ja, High-End-Territorium. Also zumindest bei diesem einen Benchmark. Das ist natürlich nicht 100% auf die Praxis zu beziehen. Aber guck mal hier, das ist das Multicore-Ranking auf der Geekbench 6 Website. Und da sind einige Prozessoren unter meinem Snapdragon X Elite hier eingeordnet. Wie hier der Intel Core i9 12900F, der sich im Turbo-Modus, also nur die CPU, 202 Watt gönnt. Und das ist nämlich das eigentlich Faszinierende an den Snapdragon X-Chips. Die sind nämlich nicht nur schnell, sondern haben auch eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Ja, und die führt dazu, dass der eingebaute 66 Wattstunden Akku in unserem standardisierten Idle-Test, da ist das Display einfach an mit einer Helligkeit von 100 Candela pro Quadratmeter und es wird einfach nur regelmäßig Tastenanschlag simuliert, sonst macht das System dann nichts. In dieser Messung hält der Laptop 25,8 Stunden durch. Das ist wirklich extrem gut und das schafft nicht mal Apple in den 13 und 15 Zoll Klassen. Und auch von anderen Herstellern sind solche Werte super selten. Es gibt sogar ganz viele Geräte, die nicht mal die Hälfte schaffen davon. Ja, und auch unter Last hält der Akku ziemlich lange
durch, wenn wir das Display auf volle Helligkeit regeln und den 3D-Benchmark 3D-Mark in Dauerschleife laufen lassen, also quasi Worst-Case-Szenario, erreicht das Gerät immer noch 5,3 Stunden, was wirklich gut ist. Wir haben schon häufiger Notebooks gesehen, die in dieser Messung gerade mal eine Stunde ausgehalten haben. Und auch die Lüfterlautstärke ist echt okay. Also schöner wäre natürlich ganz ohne Lüfter. Aber im Energieprofil empfohlen haben wir in unserer schallarmen Kammer im Akkubetrieb bei starker CPU-Auslastung nur 0,3 Sone gemessen. Meistens bleibt der Lüfter sogar ganz aus. Nur wenn man auf beste Leistung stellt, wird es hörbar lauter, nämlich 1,5 Sone. Was man natürlich nicht erwarten darf, ist überdurchschnittliche Grafikleistung. Also man kann auf dem Surface Laptop 15 Fallout 4 mit maximalen Details in Full HD flüssig spielen. Das habe ich gerade ausprobiert. Aber das ist auf keinen Fall ein Gaming-Notebook. Der Benchmark 3D Mark Steel Normal Lite schafft auf dem Gerät ungefähr 2000 Punkte. Zum Vergleich, ein iPhone 15 Pro macht in dem Benchmark 1410 Punkte und mein Gaming-PC mit einer RTX 4090 40.867 Punkte. Also kein Gaming-Laptop. Generell ist viel Software schon nativ für ARM erhältlich, also zum Beispiel die ganzen Browser, also Chrome und Firefox. Andere Software wird häufig emuliert und das kostet dann so ein Viertel, Drittel Performance, was aber ja bei diesem sehr leistungsfähigen System meist überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Negative Ausnahmen sind die Adobe CC-Programme. Die kann man nämlich nicht einfach installieren und in der Emulation laufen lassen. Bislang sind von den großen Programmen hier nur Photoshop und Lightroom nativ in ARM erhältlich. Programme wie Premiere, After Effects, Illustrator und InDesign sind bislang nur angekündigt und laufen zurzeit noch nicht. Wenn ihr irgendwas davon jetzt braucht, solltet ihr euch im Moment kein Windows on ARM Gerät kaufen. Thema Linux, man kann bei meinem Surface-Testgerät Secure Boot abstellen und ich konnte damit problemlos Linux-ISOs booten, aber ich habe bislang noch keins zum Laufen bekommen. Ich würde sagen, das ist aber wirklich nur noch eine Frage der Zeit, dann wird das schon gehen. Ein bisschen nervt mich der minimale Lag, wenn man die Geräte aufklappt. Das dauert immer so ein Sekündchen länger als beim MacBook Air, hier mal im Vergleich zu sehen. Aber gut, das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau. Was ich sonst wirklich noch dringend über die Hardware sagen muss, die Tastatur des Surface 15 finde ich persönlich richtig gut. Ich habe mich beim Testen mehrfach gefragt, warum macht mir das Tippen auf so viel Spaß? Das ist aber natürlich auch nur so eine Chiclet-Tastatur, wie bei Notebooks üblich. Die hat aber zum Beispiel im Vergleich zu MacBooks einen größeren Hub. Man kann sie also tiefer runterdrücken. So, Hardware haben wir jetzt abgefeiert. Jetzt gibt's die Zerstörung der Software. Und ich muss sagen, dass ich schon direkt beim Einstecken meines USB-C-Monitors schlechte Laune bekommen habe. Standardmäßig wurde nämlich alles so eingestellt, wie es ziemlich sicher kein Mensch auf der Welt machen würde. Also das 3:2 Display des Notebooks 1:1 gespiegelt auf den 4K 16:9 Bildschirm. Auch völlig falsche Auflösung. Apple kann das doch auch auf Anhieb. Und zwar so, wie das vermutlich 99% der Menschen haben wollen. Desktop erweitert auf dem zweiten Monitor in der nativen Auflösung. Und ich muss wahrscheinlich auch nicht extra betonen, dass man natürlich auch nicht das Notebook zuklappen kann, wenn man nur am externen Monitor arbeiten will. Also zumindest nicht ohne Gefrickel. Also man muss das Standby dann komplett ausschalten. Ja gut, aber nun aber wirklich zu Copilot Plus. Copilot nennt Microsoft ja seine KI-Funktion und Copilot Plus steht im Marketing der Notebooks total im Vordergrund. Hier, guck mal, so sieht die Werbung aus. Ja, und dann gibt es halt wirklich sogar eine spezielle Copilot-Taste. Hier, rechts neben Alt, ja, so wütend macht mich das. Da, wo sonst die zweite Windows-Taste ist. Und nur zur Erinnerung, die linke Windows-Taste ruft ja das Startmenü auf. Und das ist durchaus logisch. Das benutze ich jeden Tag und da drückt man so drauf. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann verschwindet das wieder und dann kommt es wieder und verschwindet wieder. Also total logisch. Und dann würde man ja auch denken, dass es mit der KI-Taste auch so ist. Kurz drücken, irgendwas fragen, sich irgendwas erklären lassen, dann wieder drücken und dann ist das Fenster weg. Nein, aber das geht so natürlich nicht, sondern das kann man so oft drücken, wie man will. Das geht nicht wieder weg, das muss man dann mit der Maus zumachen. Ja, aber vor allem ist auch völlig unklar, warum man dafür überhaupt so eine Taste braucht. Warum hier jetzt so eine Copilot-Welle gemacht wird. Das ist nämlich das Gleiche, was man halt auch bekommt, wenn man im Edge-Browser auf copilot.microsoft.com geht oder im Store die Copilot-App runterlädt. Ja, und Spoiler, das geht auf allen aktuellen Windowsen. Dafür braucht man keine KI-Hardware, das ist nämlich auch komplett cloud-basiert alles. Also nochmal ganz deutlich, diese Taste macht zurzeit nichts anderes, als ein Programmfenster zu öffnen, in dem eine ganz normale, öffentlich zugängliche Webseite läuft. Ja, und es gibt den Copilot ja auch schon länger. Und deshalb finde ich das ziemlich peinlich,
dass der mega schlampig übersetzt ist auf den Copilot Plus PCs. Hier steht dann so in so einem Deutsch-Englisch-Mischmaß Gesprächsstil Creative. Drückt man da drauf, steht da dann auf einmal kreativ oder ausgewogen oder genau. Wurde vielleicht einfach vergessen und dann dieses Hey, good afternoon. Warum ist das denn nicht übersetzt? Guckt da überhaupt vorher nochmal jemand drauf, bevor das ausgeliefert wird oder wie funktioniert das? Das ist übrigens der ganz aktuelle Update-Stand. Ne? Das ist jetzt nicht, wie die Dinger ausgeliefert worden sind, sondern ich habe alle Updates eingespielt. Noch schlimmer ist aber, dass das Ding manchmal gar nicht funktioniert. Hier, mach mir mal ein 3003-Logo, habe ich gefragt. Ja, und dann sagt Copilot, ja, hallo, hier ist das Logo, bitteschön. Und da ist aber kein Logo. Und dann schreibe ich, ich sehe kein Logo. Dann sagt der Copilot wieder, doch hier, guck mal, da ist das Logo. Ja, das kann man alles durchgehen lassen bei irgendwie, keine Ahnung, Beta-Software, aber bei einer finalen Softwareversion und einer laut Werbung total zentralen Funktion von diesen Copilot Plus-Geräten, das soll hier ein fertiges, großes Produkt des zweitwertvollsten Unternehmens der Welt sein. Also, was ist da los? Ist da jemand zu Hause bei Microsoft oder hat da Copilot schon komplett alles übernommen oder wie? Ich verstehe es irgendwie nicht. Und so geht das dann auch die ganze Zeit weiter. Ich habe mal auf der Microsoft-Website geguckt, was man überhaupt mit Copilot Plus-Rechnern so machen kann. Und da finde ich dann diese ganz offizielle Pressemitteilung namens Neue Anwendungen auf Copilot Plus-PCs. Ich hatte später gesehen, dass das maschinell übersetzt ist, aber das steht ganz unten, das steht da oben nicht, sondern man liest das erstmal und denkt, okay, das ist jetzt hier eine ganz offizielle Anleitung dafür, wie ich die Software zum Laufen kriege, die da jetzt irgendwie toll ist. Und da stehen dann so Sachen wie Restyle Image. Und wenn ich dann so Restyle suche, finde ich nicht. Wenn ich weiterlese, steht da, öffnen Sie die Fotos-Apps, indem Sie in der Startleiste nach Fotos suchen oder sie in der Anwendungsliste auswählen. Ja, also in der Anwendungsliste ist da kein Fotos und da ist auch kein Microsoft-Fotos. Da ist gar nichts. Und wenn ich Fotos eintippe, dann kommt das auch nicht. Okay, mal weiterlesen. Und dann steht da, falls Sie die App nicht sehen, suchen Sie im Microsoft Store nach Microsoft Fotos. Ah, okay, das funktioniert. Aha, das ist sogar installiert. Und da steht nämlich nicht runterladen, sondern da steht öffnen. Also klicke ich mal auf öffnen. Stellt sich raus, dass die ganze Zeit gemeint war Windows Fotoanzeige. Okay, alles klar. Ich habe ein Foto im Download-Ordner und dann füge ich mal den Ordner hinzu. Ja, und dann freeze das erstmal und es passiert gar nichts oder beziehungsweise es passiert die ganze Zeit nichts. Ja, irgendwann habe ich das Programm dann manuell zugemacht und neu gestartet und jetzt ging das. Dann war der Download-Ordner drin. Aber das, was mir hier versprochen wird, finde ich dann halt auch immer noch nicht. Da steht dann, öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten und wählen Sie oberhalb des Bildes neu gestalten aus. Ja, da steht nirgendwo neu gestalten. Gibt's nicht. Okay, gehe ich mal auf bearbeiten. Guck dann da. Und da steht dann der tolle Satz, die Registerkarte Bild umgestalten ist im Fokus und sie befinden sich zurzeit auf Zuschneiden Bildschirm, Semikolon. Was ist das für ein Deutsch und was soll mir das sagen? Und ich checke überhaupt nicht, wie man das bedient. Aber auf jeden Fall scheint das die Restyle-Funktion zu sein und die macht dann auch irgendwelche Sachen mit dem Hintergrund zum Beispiel. Aber auch die ist komplett Cloud-basiert. Wenn ich das Netz ausschalte, gibt es nur eine Fehlermeldung. Das heißt, das würde halt auf allen Windows-PCs laufen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit den Copilot Plus-PCs zu tun. Und die Funktion, die gibt es ganz ehrlich mit etlichen anderen Tools besser und vor allem auch besser zu bedienen. Und ich kann ja die Hintergründe dieses Debakels da nachvollziehen. Also Microsoft sieht, dass Apple im Notebook-Markt Anteile gewinnt, will dem jetzt mit effizienter Hardware was entgegensetzen und gleichzeitig den Konkurrenten auch noch mit KI-Funktionen rechts überholen, weil die neuen Rechner haben halt jetzt schon so eine NPU integriert. Das ist also eine Neural Processing Unit, ein KI-Beschleuniger, jetzt mal so umgangssprachlich. Es gibt da halt keine bis wenige sinnvolle Software dafür. Und alles, was wir bislang hier im Video erwähnt haben, funktioniert nur über die Cloud. Also hat gar nichts mit der NPU zu tun, funktioniert nicht offline. Und ursprünglich war ja mal geplant, die Copilot Plus PCs mit diesem Recall als Killer-Feature in den Markt zu drücken. Und ja, das wäre auf jeden Fall was gewesen, was noch niemand vorher gemacht hat. Nur muss man bei so einer, sagen wir mal, problematischen Funktion wirklich extrem auf den Datenschutz achten. Und das hat Microsoft in der ganzen Hektik irgendwie vergessen und dafür eine Welle der Ablehnung bekommen. Wir haben darüber ja schon ein eigenes Video gemacht. Ja, und jetzt machen sie halt die Copilot Plus Markteinführung erstmal ohne Recall. Und ja, da haben sie offenbar Schwierigkeiten, irgendwas Sinnvolles zu finden, was man bewerben kann. Aber zwei kleine Sachen habe ich gefunden. Wir wollen hier nicht nur
drauf bashen. Mit der NPU kann man nämlich Echtzeit-Kameraeffekte aktivieren. Das nennt sich Microsoft Studio-Effekte. Und damit kann man nicht nur den Hintergrund unscharf rechnen und so Anime-Effekte machen, sondern auch automatisch aufs Gesicht zoomen. Sieht ganz cool aus. Auch ziemlich praktisch, die Pupillen immer so zu positionieren, dass es so aussieht, als würde ich in die Kamera gucken, auch wenn ich gerade irgendwo was ablese. Und ja, das gab es alles auch schon mal in anderer Software, aber Microsoft nutzt dafür für diese Effekte halt die NPU. Bisher hätte man halt die CPU für sowas nutzen müssen. Und das bedeutet, dass so ein längerer Teams-Call mit unscharfem Hintergrund schon ziemlich den Akku leersaugen würde. Und das passiert mit diesen NPU-Effekten dann halt nicht mehr. Das ist also effizienzmäßig schon definitiv sinnvoll. Zweites praktisches Ding sind die Live-Untertitel. Die gibt es zwar bei Windows schon seit vielen Monaten standardmäßig, also bei allen Windowsen, also nicht nur bei Copilot Plus PCs, aber neu und exklusiv ist jetzt, dass die auch direkt übersetzt werden können. Das heißt, ich kann eine beliebige Video- oder Audioquelle anschmeißen, beispielsweise in französischer Sprache, und dann wird das nicht nur live transkribiert, sondern auch übersetzt, also offline. Wermutstropfen ist allerdings, Deutsch wird als Ausgabesprache noch nicht unterstützt, aber wenn man beispielsweise Englisch beherrscht und kein Französisch, kann man so französische Podcasts auf Englisch hören oder sehen, beziehungsweise eher sehen, ne? Weil man ja die Untertitel liest. Also ist ganz nett. Vor allem ist hier interessant, dass man hier deutlich sehen kann, dass die NPU wirklich was bringt. Guck mal hier, das ist mein High-End-Rechner mit Ryzen 9 7950 X3D Prozessor, während hier Live-Untertitel generiert werden. Das sind schon immer so 1-5% CPU-Auslastung. Auf dem Copilot Plus Notebook laufen hier nicht nur die Live-Untertitel, sondern zusätzlich auch noch die Übersetzung vom Deutschen ins Englische, und hier macht die CPU fast gar nichts. Das ist cool. Mein Fazit. Also ja, Leute, für Webcam-Hintergrund unscharf rechnen und übersetzte Untertitel würde ich mir jetzt kein neues Notebook kaufen. Deshalb ist dieser ganze Copilot Plus-Kram, mit dem Microsoft da so rumtrompetet zurzeit, wirklich im Moment eine Nullnummer. Und auch diese Copilot-Taste, die ist auch albern einfach. Ich kreide Microsoft aber vor allem an, dass sie völlig unfertige Features wie diese Bildgenerierung und Bildbearbeitung als große Sachen kommunizieren, statt einfach zu sagen, kommt alles in ein paar Monaten, wenn es fertig ist. Ihr könnt aber die Computer jetzt schon kaufen, weil die sind schön schnell und effizient, weil das stimmt ja auch. Sowohl die Hardware, also die Snapdragon X-Chips, als auch der Windows on ARM-Unterbau, die sind super. Das funktioniert. Das war ja lange ein Problemfall mit diesem ARM-Windows. Aber jetzt, also das ist sogar so gut und mit der Hardware, dass ich schon sagen würde, dass die x86-Hersteller ganz schön mit dem Rücken an der Wand stehen. Also ich würde das nicht ausschließen, dass ARM, also zumindest auf Notebooks, x86 verdrängen könnte? Also ich sage nicht, dass es passiert, sondern ich sage, ich würde es nicht komplett ausschließen, weil das ist einfach eine starke Vorstellung. Microsoft hat hier super Notebooks am Start und das funktioniert auch super mit der Software. Aber das reicht Microsoft wohl nicht, sondern da muss man jetzt das ganz große KI-Fass aufmachen, und da finde ich wirklich, dass da die Kundschaft ein bisschen für blöd verkauft wird. Weil da einfach Sachen versprochen werden, die zurzeit gar nicht bzw. nicht zuverlässig erfüllt werden. Und da wird es wahrscheinlich auch um irgendwelche Unternehmensnotebooks gehen, wo dann Leute sagen, oh ja, KI, das ist die Zukunft, wir kaufen unseren Leuten jetzt mal irgendwie KI-Hardware. Also ich finde es problematisch. Aber wie gesagt, die Hardware ist super und die bleibt auch super. Man muss halt nur damit leben, dass so Sachen wie Adobe Premiere oder DaVinci Resolve noch nicht als finale Versionen vorhanden sind. Aber das dauert wahrscheinlich auch nicht mehr richtig lange. Also wenn ihr ein effizientes Windows-Notebook wollt, dann guckt euch diese ganzen Copilot Plus Geräte mal ruhig an. Die kommen ja gerade in den Handel und es wird da bald auch einen Vergleichstest bei meinen CT-Kolleginnen und Kollegen geben. Was ich Stand heute schon sagen kann, der Surface Laptop 7 15 Zoll, den ich getestet habe, ist ein empfehlenswertes Gerät, wenn ihr ein effizientes Windows oder irgendwann in der Zukunft sogar mal Linux-Notebook haben wollt. Aber bitte fallt nicht auf die Copilot-KI-Funktionen rein. Die sind Stand heute wirklich nicht der Rede wert. Oder wie seht ihr das? Sehe ich das falsch? Gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich lese alle Kommentare, wirklich, versprochen. Ja, und abonnieren natürlich. Tschüss.